Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Minecraft Vize Wie's Light. Heute bin ich alleine und ich nehme es mal als Infovideo. Ich bin vor kurzem aus dem Urlaub gekommen. Das ist aber schon etwas länger her, weil ein paar Videos, die ich eigentlich aufgenommen hatte, nicht hochgekommen sind. Aber das ist okay. Wir sind eh schon zurück im Videostand. So, das ist das erste Problem. Zweites Problem ist, dass mir dieses kleine Vizibis-Projekt wird jetzt nur noch mit 4 Slots laufen. Das heißt, Philipp ist ausgestiegen. Das heißt, nur noch Neon ist in meinem Team. Das andere Team von André oder Loki LP ist auch weg. Jetzt spielt nur noch mein Team und Akino's Let's Play. Akino Let's Play hier. Kein Thema, ist egal. Und wie ich sehe, ist ganz schön viel Scrap drin. Dann gucken wir mal eben bei dem Yu-Yu Matter. Da haben wir einen Stack, dann holen wir uns das raus. Und machen uns mal eine Kiste. Es ist alles ein bisschen anders jetzt, aber ich kann das jetzt gerade nicht ändern. Ich freue mich schon, wenn wir mein eigenes Haus haben. Dann kann ich mich wenigstens selbst zurecht da drin finden. Aber bis dahin dauert es noch. Hier klatscht jetzt erstmal das erste Yu-Yu Matter rein. Und wie es aussieht, wird es Nacht. Dann kann ich mal kurz pennen gehen. Ja, pennen gehen ist gut. So. Dann gehe ich kurz pennen. Und ich nehme jetzt nur eine Folge auf, weil. Ja. Weil nächstes Mal ist wieder Neon dabei, nur der hat ja jetzt keine Zeit. Deswegen. Ich wollte einfach mal gucken, wie es hier so abläuft. Ich muss dazu sagen, ich war kurz im Kreativmodus und habe hier hinten die Maschinerie wieder angemacht, weil ich sonst keine Lust hatte, dass die an war, nicht, dass da die Kisten überfüllen und so. Da habe ich sie ausgemacht. Das war das Einzige, was ich offscreen gemacht habe. Hier kommt gerade kein Cobblestone, deshalb. Ja, der ist hier, okay. So, jawohl. Wir gucken einfach mal da hinten uns die Kisten an, was da so rumliegt. Hier ist Cobblestone drin, der dürfte eigentlich nicht da rein. Okay, der ist nicht so voll. So, Kisten müsste ich mal leeren da hinten. Da ist Cobblestone rausgekommen. Hier ist noch jede Menge Cobblestone drin. Da ist gerade gar nichts drin. Aber da ist jede Menge Cobblestone drin. Das schmeißen wir mal hier rein. So. Das nehmen wir mal mit. Das ist leer, die Sonnenteile liefern. Ja, sie liefern Energie. Fuck. Aber okay, dann gehen wir nochmal zurück mit dem Cobblestone. Weil wir wollen ja jetzt eine effektive Yu-Yu-Meta-Farm endlich haben. Hier wird bald mein Haus hier stehen und dann werde ich auch eine Yu-Yu-Meta-Farm drin haben, die auf jeden Fall effektiver ist und schneller geht. Dann machen wir uns eine Solar Voltage Automatical Maschine raus. Also die macht uns Solarzellen aus mehreren Solarzellen. Die werden dann automatisch gecraftet. Und daraus kann man dann natürlich High Voltage Zellen machen und so. Aber das kommt alles später. Wir gehen jetzt erstmal hier hin. Hier ist jede Menge Scrap drin. Ich will mal gucken, haben wir, wie viele Yu-Yu Matter wir jetzt schon wieder haben. Oh, hier hilft ganz schön viel Scrap raus. Muss ich gerade sehen. Also eigentlich müsste man da hinten mal warten. Mit dem Scrap herstellen. Wir warten auch mal. So.
Wir lassen mal hier das Crap einfach so rein. Hier fliegt nur Scrap raus. Wir holen uns mal hier passt. So, eins, da kann man schon mal. Warum geht da nichts mehr rein? Ah, jetzt. So, hier können wir gleich schon mal nachgucken. Wir nehmen jetzt hier ein paar von denen mit. So. Die bauen wir nämlich, schmeißen wir jetzt da hinten in den Generator gleich rein. Kommt der Cobblestone, das schaffen wir noch eine Runde. So gehen. So, scheiße. Wir haben hier ganz schön viele Kühe. Hühner auch. Wir könnten also das nächste Mal wieder researchen. Mein Gott. Geht doch mal weg. Ups, da fällt Kleber hin. Hopp. Das Kompressor. Electric Furnace. So. Nochmal hier beim Scrap gucken. Kann man da rausholen. So. Ist auf jeden Fall jede Menge Scrap drin, obwohl es leert sich langsam. Hier fliegt auch schon Scrap raus. Immer noch, okay, dann lassen wir das mal. Dann warten wir hier, nehmen uns erstmal hier den Scrap. Der geht jetzt hier rein wieder. Okay. Ich glaube, das ist so ein kleiner Fehler, dass wir viel Cobblestone haben, aber wenig von diesen einen Yo-Yo-Metal-Maschinen. Ja, muss ich gleich mal gucken, wie die heißen. Vielleicht mache ich da noch eine raus. Ich wollte hier alles aus Goldpipes machen, ey, ich Idiot. Das wäre noch schlimmer gewesen. So. Erstmal hier hin. Brennt der Generator das jetzt oder nicht? Doch, der Generator brennt das. So, hier dürfte auch wieder viel Cobblestone drin sein. Nee, eigentlich nicht. So. So. Also ist es eigentlich heute etwas langweiliger, weil ich hier nur rumlaufen werde und so. Und keinen Gesprächspartner habe. Aber okay. Gehen wir mal hier hoch. Gucken hier nach dem Scrap. So. Das ist jede Menge Scrap. Das ist der Mars Fabricator, stimmt.
So. Dann nach da hinten. Man müsste das Scrap vielleicht noch in eine Kiste reinschießen lassen können. Dann wäre das perfekt, dass die Hälfte da lang geht und die andere Hälfte in eine Kiste. Das wäre, glaube ich, am besten. Cobblestone, Cobblestone kann man mitnehmen. Mein Gott. So. Hopp. Das ist die Yu-Yu-Matter-Kiste. Das nicht alles hier irgendwie reinklatschen. So. So haben wir's. Kann man die nämlich hier hinsetzen? Man dürfte nämlich da auch was reingehen. So, hier ist es leerer. Und wir können noch mal schlafen gehen. Und wir haben etwas. Wir haben zwar nicht viel praktisch gemacht, wir haben uns eigentlich nur alles angeguckt und ich hoffe, das klappt jetzt. Ja. So. Da kommt auf jeden Fall auch Scrap rein. Ist schon mal gut. So. Schon mal wieder drei Jojo-Meter. Gut. So, wir gucken uns jetzt einfach nochmal. Es kommt hier nicht immer. Scrap raus. So, wir gehen nochmal nach da hinten. Weil ich da was gucken muss wegen der Energieversorgung. Und danach müsste eigentlich schon jeder die Folge vorbei sein. Ist auf jeden Fall viel Cobblestone unterwegs. Ich lasse das jetzt erstmal laufen und gucke in einer Stunde vielleicht schon mal rein. Aber wenn offscreen, weil ich nicht will, dass halt hier. Nee, wenn mache ich es online. Dann mache ich es mit euch gemeinsam. So, da hinten soll bitte mal alles überflutet werden, falls da irgendwo mal Lava ist. Es wird schwer, das alles wegzuhauen. So, da ist auf jeden Fall die Folge vorbei. Ich hoffe, euch hat's gefallen.
allen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und was ist da jetzt drin? Nochmal Cobblestone. Kann man da reinhauen. So. Ich guck gerade nur. So, okay. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bis dahin, zur nächsten Folge, bleibt crazy. Und ja, schüssen wollte ich jetzt eigentlich sagen, aber ich gehe noch eben zurück. Hier ist eine kurze Cobblestone-Unterbrechung. Ich weiß nicht, sollte man vielleicht noch ein Cobblestone-Dingens machen, damit nicht zu viel Cobblestone hinkommt. Ja, ne? Das machen wir noch kurz. Das heißt, ich brauche jetzt eine Axt. Da ist eine Axt. War es ja auch schon. So. Drei Truhen. Setzt man dann hier so am besten hin. So. So. Gucken wir mal kurz. Da oben noch. Bei Yo-Yo Meta nach. Okay. Gut. Wie gesagt, bleibt crazy, USW. Wir sehen uns und tschüssen.